Oh, ey, was geht ab, Leute? Hier? Ich habe hier direkt schon mal die neue Quest für Pandir, Pandir Nummer 7 am Start. Holen wir uns direkt mal ab. Und dann will ich euch noch den Zeittrick zeigen für die freien Pässe. Für Gänger Day, der ist ja morgen. Da wollten noch viele eine Anleitung haben, wie sie das machen, damit sie die 15 Pässe bekommen. Das zeige ich euch dann genau um 11 Uhr. Also so eine Art Simulation. Wenn das Event anfängt, fängt ja auch um 11 Uhr an. 11 bis 14 Uhr. Machen wir das dann. Da habe ich noch zwei Raupi-Quests. Mal schauen. Nicht shiny. Ein Versuch haben wir noch. Und dann schauen wir mal, ob ich hier irgendwo einen Kader-Quest finde. Aber ich hole mir jetzt erstmal was zu essen und dann, wie gesagt, sehen wir uns um 11 Uhr wieder. So. Richtig geile Location. Ihr seid ein bisschen schief, aber ich denke, das geht schon. Okay, es ist 11.03 Uhr. Blend mal das hier oben ein. Das eigentlich immer wegschneide. 11.03 Uhr ist es, okay? Gänger Day hat angefangen. Mein Tipp, am Samstag holt nicht den freien Pass ab, weil das unterbricht irgendwie die Kette. Dann macht ihr das Spiel aus. Bam. Geht auf eure Einstellungen. Ändert die Zeit, automatische Zeitzone aus. Und dann sucht ihr euch eine Zeit, wo es noch Freitag ist. Das erste, was ich hier gefunden habe, Alofi Newe. Ich denke, man spricht das so aus. GMT minus 11. 23.05 Uhr. Jetzt ist Freitag. Jetzt geht ihr zurück ins Spiel. Und dann könnt ihr eure 5 freien Pässe abholen. Man kann die nicht stapeln. Das heißt, du holst dir einen freien Pass ab, machst den Raid. Und dann wieder einen neuen Pass, machst den Raid und so weiter, bis die 5 verbraucht sind. Und dann. So. Jetzt ist Freitag sozusagen. Machst die 5 Pässe, die 5 Raids. Dann machst du wieder aus. Und dann änderst du wieder auf. Gegenwart, 11.05 Uhr, also nicht 11.05 Uhr, aber bis dahin ist es, keine Ahnung, 11 Uhr irgendwas, 12 Uhr, wie ist das? Und dann macht ihr dasselbe, also jedes Mal, wenn ihr das macht, müsst ihr das Spiel neu starten. Und dann macht ihr dasselbe, aber springt halt in die Zukunft. Jetzt müsst ihr eine Zeitzone suchen, wo es halt schon Sonntag ist. Zum Beispiel habe ich hier Neuseeland, GMT plus 13. Es ist halt erst 11 Uhr abends, aber es ist halt immer noch 11 Uhr gerade. Ihr braucht ja eine gewisse Zeit, bis ihr die 5 bzw. 10 Raids gemacht habt. Also nach 12 Uhr. Also wenn es nach 12 Uhr ist, dann ist es hier auch bereits Sonntag. Also und wahrscheinlich eine Stunde braucht ihr schon für die 10 Raids. Dann könnt ihr einfach zum Beispiel das hier nehmen. Dann ist es Sonntag, holt nochmal 5 freie Pässe und so geht es. Und nicht vergessen, jedes Mal Spiel neu starten, wenn ihr die Zeit ändert. So einfach war das. Nochmal zusammengefasst. Samstag nicht den freien Pass holen. Dreht die Zeit zurück auf Freitag, macht dort die 5 Raids, dann Gegenwart, macht dort die 5 Raids, dann die Zukunft, macht dort die 5 Raids. Ja, schauen wir mal. Ich suche immer noch nach der Nick Carter Quest. Und danach gehen wir noch die besten Konter durch, gegen Gengar. Okay, noch ein paar Infos zu Gengar. Gengar Raid, Stufe 4 anscheinend. Das Interessanteste natürlich, 100%, 1496 mit Wetterbonus 1870. Wetterbonus bei Bewölkt und Nebel. Da er Gift und Geist ist, dementsprechend die Schwächen auch Psycho, Boden, Geist und Unlicht. Zu zweit soll er machbar sein, aber extrem schwer. 3 ist solide und dann 4 ist easy. Und jetzt schauen wir uns die Konter an. Die sind auch bereits sortiert, also Mewtwo. Also der erste ist der beste, Mewtwo. Auf Platz 2 und 3 Simsalabim Psyana. Dann erst auf Platz 4 Gengar. Aber man muss bedenken, Gengar mit Hex und auch Mewtwo mit Psychic. Die Legacy Movesets, die seht ihr hier unten in der Ecke. Da steht auch Nummer 1. Ganz groß Nummer 1, Hashtag Number 1. Mit DPS 24 und Total Damage 9,10%. Offensichtlich Mewtwo mit Spukball. Und dann natürlich auch interessant, Gengar mit Dunkelklaue. Aber auch natürlich Legacy. Dann natürlich auch noch Despotar Unlicht, auch eine gute Wahl. Zockt nicht ganz so viel ab wie die Psycho-Pokémon, aber hält natürlich eine Menge aus. Dementsprechend ist sein Total Damage Output auch viel höher. Alternativ Glodon, Boden, mit Wetterbonus, relativ gut. Und dann, God of War wird auch noch vorgeschlagen. Aber ich denke, wir haben da besten Konter auf Lager. Ja, an sich war's das. Jetzt wisst ihr, welche Pokémon gut gegen Gengar sind, wie viel WP 100% sind und wie ihr die 15 Pässe bekommt. Ich kann euch nur sagen, viel Glück, viel Spaß und checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.